Come back the last of us. Wir gehen in den Keller. Okay, hier runter. Das ist das Hauptquartier von Bill. Das ist der schöne, ja, bärtige Mauer. Mein Bruder oder was? Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Naja, da hat uns eh lauschig darin. Na dann mal los. Ah, ah. Was? Ich brauch eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komm schon damit zurecht. Nein. Du bleibst hier. Versteh nicht, warum ihr nicht eine Waffe gibt. Das ist dann ja. Warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Ah, Schrot von hinten. Sehr gut. Was kommt denn? Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du. Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Aha. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an hab ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. So ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genauso. Hey! Was hab ich dir auf der Treppe gesagt? Was hab ich gesagt? Räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick Bill. Brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Jawohl. Wir ziehen das durch. Bin schon gespannt, wann er drauf geht, der Bill. Mit Sicherheit geht er drauf wegen ihr oder so, wenn er schon die ganze Zeit davor redet. Selbsterfüllende Prophezeiung, okay, ne? Okay, bevor wir weitermachen, ich hab da was, das du sehen musst. Und zwar? Jetzt habe ich meinen Bogen nicht mehr, oder? Ah, shit. Man kann praktisch immer noch eine Langwaffen tragen. Zackel mein Bill noch ein bisschen aus, seine Plottensammlung ein wenig durcheinander bringen oder was? Oder seine Zeitungen, was liest er da? Oh! So einer ist der Bill. Okay. Okay, Bill, ich glaube, wir machen es allein. Wo geht's denn da weiter? Vorne, hinten, beim Billy auch hinten. Ja, da gibt's nichts mehr zum. Ah, doch. Lauter gute Sachen haben wir da, lauter super Zeug. Ah, sehr geile Werkbank. Hier müsste es doch ganz gut gehen. Ah, Werkzeuge. Wo kriegt man die her? Muss man da was zlegen oder was? Ich kann mir das nicht bauen, ich hab kein Werkzeug. Das ist irgendwie schade. Vielleicht checke ich da irgendwas nicht. Puh. Keine Ahnung, wo man Werkzeug findet, aber ob man da irgendwas zerlegen muss praktisch. Ich hab keine Ahnung. Oh, da liegt was, was ausschaut wie ein Werkzeug. Na, so eine Schere. Kann man Werkzeug bauen, hä? Na. Ich hab keine Ahnung, das gibt's ja nicht. Das kann ich nicht umsonst, okay, das ist schon die zweite Wertbank und ich hab noch kein einziges Werkzeug. Tja, naja, hilft eh nichts, kann gar nichts bauen ohne Werkzeug. Komisch. Na, vielleicht liegt da eins immer drum. Schau her. Was haben wir da? Werkzeug? Jawohl! Okay, das klettert sich dann eh für immer, oder wie? Okay. Was gräbt man ab? Was gräbt man ab? Okay. Okay, also die Pistolen. Half dafür eine
Zweite Pistole. Ich glaube, zweite Langwaffen war gescheiter, hä? Naja, bauen wir sich das einmal. Und sonst können wir, glaube ich, eh nicht wirklich. Okay, das eine Werkzeug bleibt eh immer praktisch. Okay, dann können wir alles upgraden, wenn wir genug Zahn rangefunden haben. Sehr geil. Das sieht gut jetzt aus. Hat er einen Bogen auf jeden Fall, ja, oder? Jawohl. Ja, okay, jetzt checke ich das. Dann baue ich mir nachher noch einen Häufter. Passt. Okay, dann macht das auch einen Sinn. Dann kann man praktisch während dem Fight die Waffen wechseln. Da sind wir gekommen, da geht's weiter, denke ich mal. Da liegt auch noch einiges, sind wir da. Holzstabel. Brauchen wir aber nicht. Obwohl, den könnte man ab. Na, kann man nicht upgraden, weil. Moment einmal. Achso, das kann man immer nur einmal. Für einen Schlag ist das, oder wie? Na, dann brauche ich das eigentlich nicht. Blödsinn. Verschwendung. Ja, Bill, weiter geht's. Muss ich nochmal mit ihm reden oder was? Na, da ist auch nix. Ah, cool. Ah, das ist das Safe House, die Kirchen, wo wir vorher irgendwas gelesen haben. Da gibt's eh nichts mehr. Können wir ein bisschen beten. Danke, Herr, für die Apokalypse, danke. Ich glaube immer noch an dich. Oder wir spielen eine Runde auf der Heimorgel. Geht auch nicht, schade. Tja, Weihwasser hilft auch nichts gegen Zombies. Das ist das Ministrantenkabinett da herin wahrscheinlich. Links der Pfarrer, rechts der Ministrant. Okay, dann vergeht die Map. Okay. Also er hat sich selber da eine Notiz geschrieben, dass er nicht vergessen darf, dass er auf der Karte das einzeichnet, wo er seine Bomben platziert hat. Weil sie ja da ein paar selber gekillt haben. Ja, da geht es anscheinend nicht weiter darum. Ist nur eine schöne Halle. Wunderschön. Vielleicht geht's oben weiter. Bekreuzigen wir sie vorher noch, gell. Geht's auch nicht weiter. Naja. Mich hat schon gewundert, wer keiner nachgekommen ist. Hab mir schon gedacht, okay. Wahrscheinlich muss ich mit einer reden vorher oder so. Hallo? Oder muss ich da wieder rausziehen oder wie? Ich glaube, ich habe wieder nicht gescheit zugehört, was ich machen muss. Mit ihrem Quatschen. Das ist eine Nagelbombe. Okay. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Können wir Fallen bauen? Sehr fein. Ich glaube, ich weiß schon, was da kommt dann einmal. Okay, L2. Ich glaube, strategisch platzieren ist gescheiter. Okay. So, Schrotflinten und Bomben. Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straßen. Oh oh. Ich nehme an, Sie suchen nach Vorräten. Mann, es ist Wahnsinn, was Sie alles übersehen. Jedenfalls. Vor ein paar Monaten fuhren Sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt. Boah, wir sind am nächsten. Der fährt prompt gegen die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten. Cool. Hier. Aber scheiß drauf. Joel braucht ein Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee. Die Trucks sind wie Panzer. Sie wartet auf uns. Das könnte klappen. Boah, ich habe schon so viel klumpert. Steuerung ist schon leicht überladen. Bin ich gespannt, ob ich nicht zufällig einmal eine Nagelbombe auf den Pickel wirf. Zufällig, natürlich nur. Wenn er recht lästig umsudert. Hey, ich schwöre dir, wenn du was geklaut hast. Mann,
Der soll man den Stock aus dem Arsch nehmen. Seine Man's Health Magazine. Joel, du behältst sie doch im Auge, oder? Ich pass auf. Naja, Kanonenfutter Bill, sag ich zu ihm. Der wird jetzt sicher bald das Zeitliche segnen. Wow. Nehme ich mir ganz stark an. Schön. So ein Ungustel, wie der ist. Tja, wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig. Was zu beißen? Okay, Zeit zu packen. Ja. Warum durch die Tür, wenn es ein Fenster gibt, gell? Ellie, komm schon. Indiana Jones Style. Dort, da ist die Schule. Okay. Bereit? Werden wir sehen. Da hat er schon ein paar. Da ist schon ein Osterfeier gemacht, der Gescheit. Oh Mann. Na komm, hey, du musst dir das nicht noch angucken. Puh. Ist da nichts. Wenn du meinst. Ja, wenn der Fußpilz Besitz ergreift vom ganzen Körper, gell? Dann hilft nur mehr eine Pyrotherapie. Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus. Kein Thema. Hinter welchem Tor? Dem. Ja, Bill, danke für alles. Ciao. Kommt er mit? Nein. Na doch. Hey, habt ihr das gehört? Seid ruhig. Erfloschen? Kommt gleich wieder was? Ah, cool. Na, ist schon cool. Oh, Klicker. Alter. Ja, super. Ja. Der erste Kicker und ich geh down. Feinste Ware. Haben wir mal auch ziemlich blöd angestört. Okay. Jetzt probieren wir was aus, wenn ich die Floschen von A auf einen Klicker habe, aber den dann nicht angreift oder so. Das ist mir nämlich. Boah, geh weg. Weil ich kann sie direkt draufschmeißen. Ah, auf einer. Ob dann nicht der andere das her dann vorher auf den zurennt oder so. Und ich sag's ganz ehrlich, da habe ich nicht nachgeschaut oder so, das ist mir wirklich, die Idee habe ich selber gehabt, kann ich sehen, dass das ein kompletter Bullshit ist, aber es wäre genial, wenn es funktionieren darf. Das war natürlich der Burner. Scheiße. Oh oh. Okay, wir werden es nie erfahren, ne? Dann schaffen wir. Alter, auf wieder! Ja, wieder schauen! Boah! Ich glaube, das war ziemlich schlecht. Es war sicher anders auch gegangen, ohne dass wir die da voll brutal niedermetzeln, aber naja. Tot sind's. Munition kriegen wir auch wieder, haben wir sogar mehr als vorher, passt da. Okay, dann machen wir es mit der Schrot. Geht ziemlich fein, ein Schuss und tot. Liegt da noch was? Jo. Aber ich möchte es trotzdem probieren. Aber ich glaube, jetzt sind die von der anderen Seite auch schon rumgekommen. Ich möchte es probieren, dass man Ziegelstein draufschmeißt. Ob das nicht. Das nicht geht, hä? So, probieren wir es. Jetzt müssen wir jetzt gehen. Die müssen noch genug beieinander stehen. Jetzt, hä? Ach, wie schwach! Verdammt! Da muss doch noch einer liegen, hä? Ja, egal. Wir sind vorbei. Okay. Naja, gehen wir einfach weiter. Hoffe, die kommen nicht noch.
Langsam. Da ist natürlich was versteckt. Pillen, Pillen, Pillen. Haben wir noch einen Ziegelstein? Nein. Eine Flaschen haben wir noch. Achso, das sind die Molotovs. Okay. Ich hätte das echt gern probiert. Moment. Mit dem Ziegelstein, aber wir werden noch. Ich habe einen Schlüssel. Wir werden nur genug Möglichkeiten kriegen. Wir sollten sie allein. Okay. Ganz ruhig. Ist das nur ein Mensch? Geht schon, der Wirgner. Down. Jetzt hebt man wieder Flaschen. Wichtig ist, ob ich jetzt schnell probieren bei den Kick, oder? So. Das war ein zweiter. Nein, nur mit der. Nicht wissen, ob es geht. Einfach für. Da liegt nämlich noch was, habe ich gerade gesehen. Geht's jetzt? Das geht nicht. Scheiße. Aber ich hole mir zumindest noch die Waffen da drüben. Okay, das ist nur ein Stock, gell. Scheiße. Zwei rennen auch wieder mit, die Deppen. Steht das drin warten. Okay, da kann man ausweichen drauf. Puh. Der ist jetzt natürlich genau da umgerannt. Fuck! Naja, mach wieder mal einen kleinen Break. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Bis gleich.